Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play. Wir spielen weiter Splinter Cell Conviction. Da bist du ja. Sie haben Verstärkung geholt. Anscheinend ist der Kerl, der bei Ihnen das Sagen hat, unter Ihnen. Wenn du es schaffst, ihn zu erreichen, helfe ich dir dabei, ihn zu identifizieren. Okay. Da steht schon einer. Meinen Gegner per Nahkampf zu überwältigen, drücken Sie C. Wer bezahlt eigentlich diese ganze Sache? Ja, komm. Müssen wir unbedingt für den arbeiten? Er zahlt gut. Er ist ein Penner. Danke. Okay. Ich habe den Knaben identifiziert, Sam. Er heißt Dmitri Grankos. Ist der Anführer einer Gang, die sich für die unterschiedlichsten Aufträge anheuern lässt. Für wen arbeitet der Mann gerade? Frag ihn doch einfach. Glaub, das werde ich tun. Siehst du was? Nein. Nein. Scheiße. Dieser Fischer ist schlau. Der ist vermutlich längst im Hinterausgang raus. Wir sehen ihn immer noch um die Vollidioten. Quatsch. Die Rückseite wird bewacht. Er muss hier entlang kommen. Hoffentlich kommt er, bevor wir eingeschlafen sind. Wo versteckt der Kerl sich? Ihr Scheiße, helft mir! Mist! Sag ihn ab, ihr Idioten! Wir gehen nicht rein, Fischer! Vergiss es! Vorwärts! Legt ihn um! Na, bleib stehen. Zeig ihn! Ich krieg noch deinen Kopf. Oh, zeig also ihn! Scheiße, ich verschwinde! Komm her, du Pussy! Okay! Bam! Oh! Hey, suchst du Arschloch mich? Grankos hören. Knarre weg! Ich fange an, mich zu langweilen. Wer hat dich geschickt? Ich sage dir kein verdammtes Wort! Na gut, wie du willst. Was machen wir denn? Was können wir denn hier? Waschbecken, Toilette. Okay. Toilette. Oh, voll mit dem Knie. Oh, Entschuldigung für die Störung. Ich hab nichts gesehen, Mann. Ich schwöre es. Ist gut. Okay. Okay, genug. Du willst wissen, wer mich geschickt hat? Corbin. André Corbin. Handelt mit Drogen, Waffen, mit allem, was die Leute so wollen. Das reicht mir nicht. Warum will Corbin mich umlegen? Wenn ich rede, tötet er mich. Das ist ja... Okay. Wie du es willst. Oh. Oh mein Gott. Rede lieber. Er saß am Steuer. Er hat deine Tochter angefahren. Hat damit angegeben. Hat gehört, dass du ihn suchst und mich bezahlt, damit ich dich umlege. Solltest ihm sein Geld zurückerstatten. Wo finde ich den Kerl? Du begreifst nicht. Oh. Leg mich um. Oh. Okay. Probieren wir mal das Waschbecken aus. Wie gefällt dir das? In der Stadt, im alten Museum in der King George Street. Da wohnt er. Es stehen Wachen davor und an den Seiten. Sag ihm nicht, dass du es von mir hast. Warum sollte ich sowas Gemeines tun? Stirb. Von mir hast du es nicht, aber ich ahnte die ganze Zeit, dass Sam dort landen würde. Alle miesen Geschäfte auf Malta liefen über dieses Anwesen. Es war Corbins zentrale Schaltstelle. Er hatte den Laden in eine Festung verwandelt. Was der Schuppen, um ehrlich zu sein, schon vorher war. Corbin hat dann nur noch ein paar Typen mit automatischen Waffen und nervösen Zeigefingern reingestellt. Doch Sam wusste, dass Corbin da drin war. Und dass dieser etwas über das Schicksal seiner Tochter wissen könnte. Sam würde hineinkommen. Ganz egal wie.
neues Hilfsmittel, Spiegel. Benutzen Sie ihn, um unter Türen nachzusehen. So, dann würde ich auch sagen, dann machen wir auch Schluss, weil ich muss auch noch gleich weg. Dann wird das, glaube ich, ein 5- oder 10-minütiger Part. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!